Und was ich dir zeigen möchte, aus hauptsächlich Offenbarung Kapitel 20, Vers 11, dass die Toten in der Bibel Ungläubige sind. Wir werden es Gott sei Dank niemals erfahren, was es heißt, tot zu sein. Ansonsten würden wir nach unseren Werken gerichtet. Das würde aber nicht passieren, weil wir nicht ins Gericht kommen, sondern wir sind vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Johannes Kapitel 5, Vers 24. Wir werden es niemals erfahren, was es heißt, tot zu sein. Wir werden niemals nach unseren Werken gerichtet. Denn was ist der Tod? Das ist jetzt ein wichtiger Punkt, den du auch verstehen musst, um Römer Kapitel 6, Vers 23 zu verstehen. Denn wir wissen ja, dass der Lohn der Sünde der Tod ist. Wir sagen das auch beim Seelengewinn. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber was ist der Tod laut der Bibel? Das ist nicht einfach der Tod unseres Körpers, sondern der Tod in der Bibel ist die Hölle. Deswegen heißt es hier in Offenbarung 20, Vers 13, und das Meer gab die Toten, die darin waren, oder Tod und die Hölle gaben die Toten, die darin waren. Vers 14, und der Tod und die Hölle wurden geworfen in den feurigen Pfuhl. Das ist der zweite Tod. Also der Tod und die Hölle, das ist ein und dasselbe. Der Tod ist die Hölle, das ist der erste Ort der Hölle. Und der Tod und die Hölle werden in den Feuersee geworfen, das ist der zweite Tod. Also, tot zu sein bedeutet, in der Hölle zu sein. Der Lohn der Sünde ist der Tod, aber das Geschenk Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Siehst du, wir haben ewiges Leben. Das bedeutet logischerweise, dass wir niemals den Lohn der Sünde empfangen werden. Das heißt, wenn wir sterben als Christen, in Anführungszeichen, dann werden wir eben nicht wirklich sterben. Denn das ist nicht, was die Bibel als Tod bezeichnet. Wir bekommen nicht den Lohn der Sünde. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Wenn der Lohn der Sünde einfach der physische Tod auf dieser Erde wäre, ja, dann würde ja jeder den Lohn der Sünde bekommen. Aber wir bekommen nicht den Lohn der Sünde, sondern wir haben ewiges Leben, da wir an Jesus Christus glauben.